zum Hauptrundenabschluss empfing der EHC Red Bull München die Iserlohn Roosters und feierte dabei seine Silberhelden von Olympia. Jungs, ihr wart unglaublich und wir werden euch das nie vergessen. Dankeschön. Die Olympiateilnehmer aus dem Münchner Kader zum ersten Mal wieder mit dabei gegen die von Rob Daum trainierten Roosters, für die es noch einiges ging. Die Roosters vor dem Spiel 9. wollten noch direkt in die Viertelfinals der Playoffs und hatten gleich mal eine Riesenmöglichkeit. Travis Turnbull geschickt von Comps, aber kein Vorbeikommen an Kevin Reich. Der stand zum dritten Mal in dieser Saison im Münchner Tor. Der 22-Jährige, ein gebürtiger Iserlohner. Eine Partie auf Augenhöhe im ersten Drittel. Wir springen in die Schlussphase. Nochmal Münchner Angriff mit Pini, Zotto, Cahun und Christensen. Und dem 1:0, 8,5 Sekunden da noch auf der Uhr. Wunderbar eingeleitet das Ganze über Pini Zotto und dann entscheidend vor allem diese Vorarbeit von Cahun. Nur kurz weiter getappt. Mal wieder ein kleiner Geniestreich des überragenden Mannes von Olympia. 1:0 also die Führung für München nach den ersten 20 Minuten. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson, die nahm dieses Spiel wirklich ernst. Mit einem Paukenschlag hatte das erste Drittel aufgehört. Mit einem Paukenschlag begann das zweite Drittel. Das ist Marco Friedrich, der Iserlohner, zieht vors Tor und erzielt den 1:1-Ausgleich. 56 Sekunden gespielt im zweiten Abschnitt. Friedrich war schon im ersten Drittel der beste Iserlohner gewesen. Sehr, sehr auffällig mit viel Einsatz und hier auch mit seinem 8. Saisontor. Der Ausgleich für Iserlohn durchaus verdient. Wie würde die Antwort von München ausfallen? Sie würde genau so ausfallen. Mit einem perfekten Schuss von Steve Pinizzotto zur erneuten Führung. Iserlohn schon in der Vorwärtsbewegung nach diesem Bulli. Nur Pinizzotto mit dem Riecher. Er lässt sich da fallen, kriegt die Scheibe serviert und setzt sie oben perfekt in den Giebel. Mit einer Münchner Führung ging es in die dritten 20 Minuten. Einige Iserlohner Fans mit dabei. Die sahen diese Scheibenoberung von Blaine Down und dann geht es schnell. In der Mitte Chris Brown mit dem Ausgleich 11 Minuten vor dem Ende. Blaine Down mit entscheidend Scheibenoberung, dann schnell nach vorne gespielt und der Pass in die Mitte auf Chris Brown ist einfach perfekt. Keine Chance für Kevin Reich. Iserlohn davon jetzt wirklich aufgeweckt. Sie wussten, mit einem Sieg hier in München könnte noch viel möglich sein. Turnbull rüber auf Anthony Camara. Noch nie gehört. Der machte sein erstes Spiel in der deutschen Eishockeyliga. Neuzugang aus Graz und krönte einen starken Auftritt mit seinem ersten Tor. Iserlohn 3:2 vorn. Die Schlussphase. München versuchte alles, aber kam erstmal nicht zum Ausgleich. Hier schon der Jubel groß, aber Seidenbergs Schuss aus Spitzenwinkel tatsächlich nur an den Innenpfosten. Schiedsrichter schauten sich das nochmal an und blieben bei ihrer Entscheidung. Die Schlussphase. München nahm den Torhüter runter, brachte einen extra Feldspieler und war erfolgreich. Seidenberg mit dem Schuss von der blauen Linie, abgefälscht von Jason Jeffrey. 1,5 Minuten vor dem Ende noch der 3:3 Ausgleich. Mit diesem Tor Iserlohn wieder raus aus der direkten Viertelfinalteilnahme und auch in der Verlängerung war dann schon klar, sie würden das nicht mehr schaffen können, weil Köln gewonnen hat. Aber es ging noch um Platz 8 für die Roosters und den sicherten sie sich dann durch den Matchwinner von Marco Friedrich. Wunderbar ausgespielter Angriff bei 3 gegen 3. Der Treffer durch den besten Iserlohner an diesem Tag, Marco Friedrich, der zeigte sich nach diesem Sieg denn auch höchst glücklich. Ja, ist immer schön, einen Game Winner zu schießen. Aber ich habe gerade gehört, dass wir die Top 6 verfehlt haben. Von dem her hat es nicht so viel gebracht. Schade, unsere Mannschaft hat alles gegeben, alles in die Waagschale geworfen. Am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Die ersten 14 Minuten genug Chancen gehabt, um das Ergebnis eindeutiger zu gestalten, haben wir nicht geschafft. Und haben im letzten Drittel auch nicht geschafft, die Führung konsequent zu verteidigen. Ein paar kleine Fehler gemacht. Wird natürlich jetzt am Ende der Saison gerade gegen eine Mannschaft, die noch um alles kämpft, bestraft.
Aus dem Fehler muss man natürlich lernen. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, nochmal die Beine ein bisschen hochzulegen und dann freuen wir uns, wenn es losgeht. München wartet also jetzt auf den Viertelfinalgegner und der könnte Iserlohn heißen. Für die Roosters geht es in der ersten Playoff-Runde gegen Bremerhaven.